Die Kulturkommission von Aesch hat zum Neujahrsapéro in Schlosskeller eingeladen. Der Roland Kaufmann hat mit Chansons und Geschichten von Manni Matter für glänzende Unterhaltung gesorgt. Eine rundum zufriedene Gästeschar hat sich nach dem Bühnenprogramm im Schlosskeller getroffen und mit guter Laune der Kulturkommission Beifall gezollt. Organisieren tut das die Kulturkommission Aesch. Sie ist zuständig für kulturelle Anlässe, vor allem hier im Schlosskeller. Aber wir schauen natürlich auch, dass das kulturelle Leben im Dorf lebt. Und wir sind also ein bisschen die Ansprechstation. Was sind die nächsten Anlässe hier im Kulturkeller? Wir haben natürlich ein spezielles Saisonprogramm, das immer im Herbst anfängt und bis in den nächsten Sommer reingeht. Jetzt haben wir im Januar eine Zauberer bei uns. Wir haben aber den Bo Katzmann, den haben wir dann im März. Wir haben den Rob Spence, einen ganz bekannten Pantomime-Komiker im Haus. Und am Schluss haben wir Frau Cardona, eine Kabarettistin, die wir auch schon bei uns im Haus hatten, wo dann das Programm oder die Saison abschließt. Und was macht der Kulturverein außerhalb vom Keller hier? Also wie gesagt, wir organisieren jetzt zum Beispiel diverse Aktionen im Dorf, wo wir den Verein versuchen auch zu involvieren. Wir unterstützen vor allem den Verein, wenn irgendwelche Anfragen kommen, finanzieller Art, dann probieren wir wirklich kulturinteressierte Leute und Kulturmacher und Macherinnen auch dementsprechend wertschätzen und zu unterstützen. Aber los, da läuft der hinten, Kopf in Schlutz, wir haben nicht weh. Nur in Aufgeregt läuft der vorne, rennt doch nicht den Kopf in den. Los, läuft diese, der Witz, der Lande, kenn ihr weh ins Tal. Höre Gegner, nicht läuft einer, los, begreift doch das ein Mann. Herr Kaufmann, ihr interpretiert Manni Matter. Woher kommt der sehr persönliche Bezug, den ihr zelebriert? Der kommt sicher einmal vom Dialekt her, einerseits, weil der ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Also meine Mutter ist Berner, meine erste Muttersprache, wie man ja so schön sagt, ist Berndeutsch gewesen. Und zum Stellen, das geht gäng noch ohne Problem vom einen auf einen anderen Dialekt. Und das bleibt einem irgendwo. Das ist mal das eine gewesen. Und dann bin ich mit etwa 16 auf die Lieder gestoßen und bin dann dran hängen geblieben. Etwa ein Jahr später ist dann der Manni Matter da. Ums Leben kommen. Und dann habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Lieder ein bisschen am Leben zu halten. Und seitdem mache ich das, also eigentlich seit einer halben Ewigkeit. Am 13. Januar wird in Basel-Land ein neues Kulturevent ins Leben gerufen. Das Kulturideen-Vermittlungspaar tut uns Tage selber vorstellen. Also, wir sind das Kulturduo, Barbara Preußlich, ich, Herr Sporn, und wir organisieren am 13. Januar, am Sonntag, um 10:30 am Morgen, das erste Gipfeltreffen im Neuen Theater in Dornach. Das Gipfeltreffen heisst es so, weil es gibt Kaffee und Gipfel gratis und es gibt Talk und Kultur. Das heisst, wir schwätzen dreimal im Jahr, das ist eben das erste Mal am 13. Januar, mit interessanten Gästen aus der Region. Und wer kommt, das sagt jetzt Barbara. Jawohl. Also erstmal beim Talk, die Gesprächspartner sind Martina Rutschmann und der Ernst Born. Stefanie Eimann ist dabei, über die freuen wir uns sehr, die Chefin der Verkehrspolizei Baselland, Florian Schneider, Schauspieler und Sänger aus dem Baselbeat, Vivian Bieger aus Rheinach, Co-Präsidentin von Maro Basel für Blutstammzellenspenden, eine ganz interessante junge Frau, die noch ganz viele andere Sachen im Petto hat. Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste. Und zwar der Eintritt ist gratis und Kaffee und Gipfeli geht es auch kostenlos. Wir stechen durch. Das ist das Sujet der Aescher Plakette 2019. Künstler ist mit Begeisterung gefeiert worden und der Rapgeist hat nicht mit Wortwitz gespart. Brot und Spiel, es ist etwas dran. Haben schon immer gezogen gehabt. Wer will dem Fussvolk etwas bieten, lässt es zweimal an der Fasnacht bieten. Glaubst du es nicht, unglaubliches Wesen? Kannst du im Infoblättchen selber lesen.